Na, schön, dass du wieder zurückgekommen bist hier auf meinen Kanal. Ja, willkommen hier zum neuen Video aus der großen Broder Bucht. Das ist kurz vor Fehmarn, gegenüber von Heiligenhafen. Wir starten aber tatsächlich nicht hier, sondern, tja, da wo mir beim letzten Mal bei BF7 das Achterstag gerissen ist. Und das beheben wir jetzt. Mit meiner Höhenangst. Also, auf geht's! Nachdem ich eigentlich schon viel früher mit Baltic Rigger meinen Achterstag tauschen wollte, kam mir aber der Wind von vorne auf dem Weg nach Neustadt etwas in die Quere, weswegen ich ja, wie im letzten Video erwähnt, nach Grömnitz ausgewichen bin. Nun, in Grömnitz angekommen, musste ich aber noch ein paar Tage ausharren, bis er Zeit für mich hatte und naja, dann war es soweit. Und da das Ganze, wie ich lebe, minimalistisch immer eine Budgetfrage ist, haben wir die Lösung gefunden, dass ich auf den Mast kletter und das Achterstark tausche und er tatsächlich der Hersteller des neuen Achterstarks wird und natürlich mit Rat und Tat zur Seite steht und meinen Rig überprüft. Und ich muss sagen, ich bin einfach unfassbar begeistert, was für eine tolle Arbeit er gemacht hat und wie unkompliziert die gesamte Kommunikation ablief. Für mich war das ja auch das erste Mal, dass sowas passiert ist und ich wusste überhaupt nicht, wie ich mich verhalten sollte. Und ja, also falls irgendwem mal sowas passiert in der Lübecker Bucht, dem kann ich nur empfehlen, sagt Bescheid bei Baltic Rigger und der wird euch auf jeden Fall helfen. Und das zu einem wirklich guten Preis, zu einem fairen Preis. Ich möchte hier nicht aufrufen, irgendwelche Preise zu drücken oder ähnliches. Aber es ist wirklich eine sehr faire Geschichte. Aber hiermit erstmal genug mit der Werbung. Ich packe euch noch einen Link unten in die Videobeschreibung, wie ihr zu ihm kommt. Und hier geht es erstmal weiter mit dem Tausch von meinem Achterstark. Nachdem wir es also ausgebaut hatten, das Neue abgemessen und gepresst hatten, musste ich nach oben und es wieder einhängen. Dabei habe ich mir alle Beschläge nochmal angeschaut, auch von den Saarlingen, und es sah eigentlich alles ganz gut aus. Natürlich konnte ich leider das Vorstark nicht wirklich beobachten. Deswegen haben wir uns entschieden, wir sehen uns wahrscheinlich im Frühjahr nochmal, um das Vorstark zu tauschen. Okay, also, ganz oben angekommen, mit Höhenangst, habe ich mir natürlich ziemlich in die Hose geschissen, um ehrlich zu sein, aber was muss, das muss, oder? Und wer nicht viel Geld ausgeben möchte, der muss halt auch viel selber machen. Weiterer Pluspunkt beim Selbermachen unter Aufsicht ist, ich lerne. Und das war auch ein Punkt, den Baltic Rigger wirklich auch wahrgenommen hat. Er hat mir super viel erklärt, auch ungefragt. Er hat mich mit zu seinem Van genommen und hat mir gezeigt, wie er die Aufnahmen presst vom Stark. Ich habe jeden Schritt erklärt bekommen, ich habe erklärt bekommen, wie das funktioniert, was dahinter steht, wie die Physik darauf sich ausübt, und das hat mir wirklich super geholfen, mein Boot zu verstehen, was total wichtig ist bei dem, was ich vorhabe. Nun ja, nachdem wir das Achterstark nun eingehängt haben und festgemacht haben, das ging Gott sei Dank sehr schnell, weil wir es mit einem Splint und einem Bolzen gesichert haben. Der Voreigentümer hatte da irgendeine Kreuzschlitzschraube drin, mit einer selbstsichernden Mutter, eine ganz, ganz abenteuerliche Konstruktion, die ewig gedauert hat zu lösen, aber nun ja, jetzt ist alles gut. Okay, also ganz schnell runter vom Mast und eine neue Hose anziehen. Okay, Spaß, nein, wieder ab aufs Wasser und ab Richtung Großen Brode. Wahrscheinlich hört ihr mich jetzt wieder nicht wegen dem ganzen Wind, aber ich habe mir heute mal wieder das Fahrrad vom Hafenmeister ausgeliehen und bin zum Einkaufen gefahren. Ich hatte bei Rewe vorbestellt, damit das heute schnell geht. Ich habe ja 16 nautische Meilen vor mir. Und habe mir zur Belohnung seit Ewigkeiten mal wieder eine Cola Light gekauft. Ich freue mich froh, dass er... Ich glaube, ich mache keinen Zucker. Ja,
Komm, mit Shitstorm in die Kommentare. Ich sehe es sowieso schon kommen. Ja, wir machen gerade drei Knoten. Es ist irgendwie auf zwei oder drei. Also wirklich total entspannt. Wir haben Vollzeug draußen. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber es filme ich sonst einfach mal ab. Ja, es ist schönes Wetter. Es ist echt angenehm. Ich mache jetzt wieder ein bisschen Musik an. Die Segel gehen gut, nachdem wir sie hier mit dem Rickbauer eingestellt haben. Und ja, ich werde mich... Das ist schon ein wenig hypnotisierend. Oder meditativ? Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall sehr entspannt. Und da ich in den letzten Wochen ja eigentlich immer bei BR5 und höher unterwegs war, war das etwas merkwürdig. Der Wind kam mit BR2 oder 3 von hinten und das Boot war gerade, es schaukelte nichts, nichts flog durch die Gegend, nichts ist abgebrochen. Es war... vielleicht sogar ein wenig zu langweilig für meinen Geschmack, aber es war mal ganz angenehm. Was ich aber noch nicht wusste zu diesem Zeitpunkt war, tada, ich werde im Dunkeln ankommen und die Einfahrt in die Großenbroder Binnensee-Geschichte ist unfassbar eng und unbeleuchtet. Auch die Betonung auf dem Großenbroder Binnensee ist unbeleuchtet und das ist, meine Herren, echt heftig gewesen. Aber nach jeder Nacht kommt auch ein Morgen und da sind wir. Da das mittlerweile schon etwas kühler wird, bekommt Rocky seinen, tja, Wintermantel angezogen und auf geht's, Großenbrode erkunden. Um ehrlich zu sein, war es sehr angenehm und schön. Großenbrode ist eher wie so ein Dorf und es gibt einen Erlebnispfad und um mit dem Hund zu gehen, ist es tatsächlich wirklich optimal. Es ist sehr wenig los, man begegnet wenig anderen Menschen und Hunden und naja, man hat auch als Mensch ein bisschen was zu schauen und zu tun. Wie zum Beispiel... das schöne, gute alte Tastspiel, wer sich da noch dran erinnert aus seinen Grundschulzeiten, das weckt schon schöne Erinnerungen. So, genug gefummelt und weiter geht's ins grüne Klassenzimmer. Leider hatte ich keine Kreide dabei, sonst hätte ich auch eine kleine Bitcoin-Nachricht hinterlassen. Aber nun gut, schauen wir mal weiter, was uns hier so erwartet. Genießt es und bis gleich. Das ist ein Bienenhotel. Interessiert dich nicht? Ich muss jetzt lieber ein bisschen Gras essen. Drauf umkauen. Okay. Ja, und ehrlich gesagt war es das eigentlich auch schon zum großen Teil von meiner großen Brodeerfahrung. Ich bin, weil es mir so gut gefallen hat, einfach hier geblieben und lebe ein bisschen hier jetzt und ja, demnächst geht es dann weiter. Einmal wieder zurück nach Lübeck, das Wohnmobil verkaufen und naja, dann auf große Reise. Und ich nehme euch mit. Also bleibt dran und abonnieren. Daumen hoch, kommentieren, bis später. Tschüss.